Stunden später holte allerdings der Alltag den Mann aus Bochum wieder ein. Auftritt in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld. Dort, wo man im Augenblick sehr gerne auf die aktuelle Leistungskurve verweist. Denn die Arminia badet sich im Erfolg. Aus den letzten 7 Spielen holte sie 5 Siege und das ist durchaus dazu geeignet, die Visitenkarten von Aufsteigern zu vergolden. Und so ganz nebenbei hat die Truppe von der Alm auch noch einen Mann in ihren Reihen, dem das gleiche Kunststück gelang wie Darius Wosch. Erich Laser was mehr. Gleich ein Tor im ersten Länderspiel mit diesen Füßen. Es war einmal in Amerika. Die Rede ist von Stefan Kunz. Länderspielkarriere beendet. Neben ihm wirbelt jetzt Giuseppe Reina. Fast wie Billy the Kid, denn er ist 10 Jahre jünger als der Allstar. Darius Wosch war natürlich auch dabei. 2 Spiele in 48 Stunden hat er noch nie gemacht. Ganz schön heftig für den 1,68 Kleinen. Mal sehen, wie es läuft. Der VfL Bochum also in Gelb, die Arminia von links nach rechts und die Gastgeber mit der starken Anfangsphase. Das ist Reina. Sein Gegenspieler heute hieß Schreiber. Stefan Kunz gegen Kracht und dann Ronald Maul. Uwe Gospodarek. Flotter Auftakt, da waren gerade mal 3 Minuten auf der Alm gespielt. Wir sehen die Wiederholung. Sehr schön gemacht vom Europameister Stefan Kunz in den freien Raum. Stickrohr zu spät. Und dann Maul. Uwe Gospodarek. Thorst Toppmöller hatte wieder einmal Wechselspiele betrieben. Michalke war neu im Team und auch Delrin Buckley, der Südafrikaner, der sollte über die linke Seite kommen. Das ist Reis, der spielte heute im Mittelfeld. Waldorf war der Libero. Und da ist der Südafrikaner Darren Buckley und Reis, Günther Schäfer. Ein flotter Auftakt auf der ausverkauften Alm, 22.500. Freistoß Arminia Bielefeld. Ein Fall für Breitkreuz. Der hat ja mal dem VfB Stuttgart ein Ei ins Netz gelegt. Wohlfahrt, der Keeper sah da nicht gut aus, aber da war Sommer. Da war Sonnenschein und heute war Flutlicht und der Ball kam auch nicht aufs Tor. Arminia Bielefeld mit leichten Feldvorteilen. Stickrot, Reiner dazwischen, dann wieder Breitkreuz und Stefan Kunz. Die erste Chance des Europameisters, die Mannschaft von Ernst Middendorp, war richtig heiß auf den Gegner. Die Bochumer spielten ein bisschen abwartend. Darius Wosch, bewacht von Silvio Meissner und dann Darren Buckley. Achtung, da kommt Reb von hinten. Das sieht eigentlich ganz harmlos aus, aber wenn Sie jetzt mal hinschauen, schauen Sie mal aufs Knie. Und auch Darius Wosch deutet an, um Gottes Willen. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Darren Buckley, dann Reb von hinten. Und jetzt trifft er sein Knie. Und das war der K.O. für den Mann aus Südafrika. Kurzeinsatz gegen Gladbach und jetzt von Anfang an Diagnose Kniescheibe gebrochen. Um Gottes Willen. Alles Gute. Für ihn kam Donkov, der Bulgare, das roch ein bisschen nach mehr Bochumer Offensivgeist, aber es war nur ein schwacher Geruch. Das Spiel hängt natürlich sehr an Darius Wosch und der hatte mit Silvio Meissner einen Gegenspieler. Die beiden kennen sich aus Halle, sind da zur gleichen Schule gegangen und hier trafen sie sich im Mittelfeld. Achtung, Meissner gegen Wosch. Im Luftkampf nimmt man ja neuerdings gern den Ellbogen. Und das war auch in dieser Szene so. Verwarnung für Meissner. Hier sehen wir es. Da geht er hoch. Und dann kommt der rechte Ellbogen raus. Wosch konnte weiterspielen. Dann bot der Meissner dem Wosch die Hand zur Versöhnung. Aber der wollte nicht. Und das nach dem Israel-Besuch. Mensch, Darius. Hätte ein bisschen Gift aus dem Spiel nehmen können, denn es waren etliche Nicklichkeiten im Spiel. Eckstoß, Breitkreuz. Alle verpassen, aber die Abwehr des VfL Bochum, sie wackelte schon ein bisschen. Nächster Angriff der Arminia, Kötzle dazwischen. Viele kleine Sünden, sprich Fouls auf der Alm. Und auch das gab natürlich Freistoß für die Gastgeber. Jeder Einsatz von Kötzle gegen Breitkreuz. Und das ist der Mann, der die Standardsituationen übernommen hat. Breitkreuz. Gospodarek, Maul und 1:0 für Arminia Bielefeld. Silvio Meissner, der Torschütze. Gospodarek sah überhaupt nicht gut aus bei diesem Freistoß von Breitkreuz. Hier sehen wir es. Ganz leicht abgefälscht.
Dann die schnelle Reaktion von Maul und in der Mitte dann ganz frei Silvio Meissner. Zwei Tore hat er im letzten Jahr gegen Bochum geschossen für Chemnitz. Sein Gegenspieler hieß Wosch. Wo war der eigentlich in dieser Szene? Letzte Minute der ersten Hälfte. Wieder Breitkreuz. Silvio Meissner. Mit der Wucht kann man Porzellan zerschlagen. Doppelpack von Meissner. Das hat er noch nicht geschafft bisher in seiner Bundesliga-Karriere. 2:0 für Arminia Bielefeld. Und das ist Waldorf. Und was der gemacht hat, sehen wir hier. Zunächst einmal Reis, nicht sehr glücklich. Dann der Fehler von Waldorf. Und dann Silvio Meissner mitten hinein. 2:0, Halbzeitstand. Ausverkaufte Alm, recht ordentliches Spiel. Jetzt ein bisschen durchatmen, ein bisschen entspannen. Und dann geht's rein in die zweite Runde. Bochums Kapitän, Wosch jetzt getarnt mit gelber statt roter Binde, aber immer noch der Mannschaftsführer, feuert seine Jungs an, wir müssen jetzt was tun. Topmöller brachte Peschel für Kötzle, stärker blieb Bielefeld mit Maul. Viel Druck, wenn der Ball über die linke Angriffsseite der Arminia kam, viel Druck vor allen Dingen durch Maul. Wieder Breitkreuz, Maul. Und in der Mitte Stefan Kunz und dann Schreiber gegen Reiner. Schauen Sie mal, wie der Reiner sich einsetzt. Schreiber dagegen. Beide fallen. Dann gibt es Reklamationen. Foul, Handspiel. Was war da los? Der Schiedsrichter gab Eckstoß. Und wir zeigen Ihnen die verlangsamte Fassung. Achtung, jetzt hier. Reiner kommt. Da ist die Hand am Ball. Dann kommt aber Schreiber mit dem Arm dazu. Und der Schiedsrichter ließ weiterlaufen, weil er es von hinten gesehen hat. Ich denke, das war in Ordnung so. Es gab also nur Eckstoß. Wosch passt auf und die Ecken tritt bei Arminia, das wissen wir. Breitkreuz, Kunz, Ball im Tor. Und er zeigt gleich an, das war die Hand von Stefan. Nicht die berühmte Hand Gottes, aber natürlich gab es dafür wegen Unsportlichkeit die gelbe Karte von Schiedsrichter Weber. Hier ist die Wiederholung. Achtung, da ist die Hand und sowas macht man nur ungestraft, wenn man Maradona heißt und der Schiedsrichter nichts sieht. Das Spiel wurde härter. Wir sind etwa Mitte der zweiten Halbzeit. Und hier fällt Reiner und Thorsten Kracht war beteiligt. Der hatte schon gelb. Und der Schiedsrichter schickt ihn in die Kabine. Thorsten Kracht, die zweite Matchstrafe dieser Saison. Regelgerecht, denn hier hält er fest. Festhalten gibt Verwarnung. Und er hatte, wie gesagt, schon gelb. Der dritte Platzverweis im 37. Bundesligaspiel. Freistoß, immer wieder Breitkreuz. Uwe Gospodarek. Der war viel beschäftigt, der war warm. Er hat ja als einziger Bochumer alle Spiele von Anfang an bis zum Ende mitgemacht, bis zum heutigen Tage. Dann Stratos, wenig gefordert zu diesem Zeitpunkt, die Abwehr der Arminia. Und dann kommt Gospodarek. Der Schiedsrichter pfeift, Gospodarek meckert und dafür gibt es auch eine Karte. Schiedsrichter Weber hatte jetzt alle Hände voll zu tun, um dieses Spiel im Griff zu behalten. Viel Gift auf dem Platz. War doch einfach ruhig, Junge. Was war mit seinem Gegenüber? Uli Stein, der ist ja 42 Jahre alt, ein bisschen eingerostet, oder? Oh, Steinschlag, aber zum Glück ohne Folgen, auch für Wosch. Der konnte weiterspielen. Beim VfL kam dann Jack für Michalke. Bochum versuchte jetzt hier alles, wollte stärker werden, aber die Bielefelder standen relativ gut in der Abwehr und konterten dann. Giuseppe Reiner. Ein wieselflinker Mann. Stefan Kunz. Und links ist immer alles frei. Das ist auch hier so. Maul. Super Spiel bisher gemacht, jetzt gegen Waldorf. Gegen Gospodarek und da vernascht er ihn und macht das 3:0. Vielleicht das beste Saisonspiel von Maul, in jedem Fall sein erstes Bundesliga-Tor für Arminia Bielefeld. Völlig in Ordnung zu diesem Zeitpunkt, die 3:0-Führung der Gastgeber auf der Alm. Schauen Sie mal, ganz clever, ganz abgezockt und er stand 3:0. Dann hat er seine Schuldigkeit getan, der Europameister. Stefan Kunz ging, die Alm tobte. Und bot nach dieser Leistung Standing Ovations.
Mit ihm ging der zweite Supermann des heutigen Abends, Silvio Meissner, Riesenspiel gemacht gegen Darius Wosch. Und zwei Tore, was will man noch mehr? Ivanovic und Brendesetter kamen bei Arminia Bielefeld. Die Schlussphase. Der VfL schien geschlagen, dann kommt der Pass auf Darius Wosch. Abseits verdächtig, aber er macht das Tor. Schiedsrichter guckte kurz und Wosch mit einer nicht sehr fairen Geste gegenüber dem Publikum. Was soll das denn beim Spielstand von 3:1? Hier der Pass. Und dann startet er. Er traf in Duisburg, in Tel Aviv, in Bielefeld. Darius Wosch, kleines Erfolgserlebnis zumindest hier. Das erste Tor für den VfL Bochum. Das Spiel war gelaufen, 3:1, auch in der Höhe verdient, aber es gab noch eine schöne Chance für einen der Besten heute Abend. Giuseppe Reiner, der wirbelte und dann nochmal Maul. Aber das war es denn auch. Es blieb beim 3:1 Erfolg für Bielefeld, verdienter Erfolg für die bessere Mannschaft. Jordi Luciani und Christopher Limboropoulos mit Stimmen zum Spiel. Darius Wosch, ganz gut. Ich sag mal, spielen immer zu 11. Und auch der Darek kann mal ein schlechtes Spiel machen, aber der reißt sich jeden Tag für uns den Arsch auf. Aber manche andere machen das nicht und dann kann man auch keine Spiele gewinnen. Wen meinen Sie da speziell? Es geht sich nichts an. Gut genug bei den Bochumern. Arminia heute mit Lust und Spielfreude. Wosch war nicht so stark wie gewohnt und der VfL dadurch völlig verkrampft. Bielefeld, Bochum 3:1, wir stoppen auf 400.